gehört, es hieß, niemand hat das Recht, einfach zu gehorchen. Und den Gehorsam in allen Ehren, aber der Gehorsam kann leicht zur Rechtsbeugung führen. Wir, Stefan und ich, haben eine Strafanzeige gegen die Landratsämter, Gesundheitsämter und Oberbürgermeister kreisfreier Städte erarbeiten lassen, und zwar wegen Rechtsbeugung. Ich gehe gleich darauf ein, um was es da so ungefähr geht. Diese Strafanzeige ist gedacht, dass sich alle daran beteiligen können. Natürlich müssen Sie dann mit mir in Kontakt treten und Sie müssen auch ein Vollmachtsformular ausfüllen und dem Anwalt, der das für uns bearbeitet, der die Anzeige weiterführt und vielleicht auch die Klageerzwingung dann, also das sind einige Schritte, die da noch kommen, der das macht, der braucht natürlich eine Vollmacht für alle, die da mitmachen. Und ich fordere alle auf, heute im Laufe des Nachmittags, die das machen wollen, bei mir vorstellig zu werden und meine E-Mail-Adresse aufzuschreiben und mich dann anzumailen. Und dann läuft es. So, Rechtsbeugung, es ist ganz klar. Wir haben oder zeigen an, dass die Ärzte des Gesundheitsamts und natürlich auch die anderen Verantwortlichen nicht nach ihren Pflichten und nach dem neuesten Stand der Wissenschaft handeln. Zum Beispiel der PCR-Test ist erstens mal nicht validiert, hat keinerlei Aussagekraft, kann keine Infektionen feststellen, ist also vollkommen ungeeignet, um auch eine Krankheit festzustellen. Und darauf muss man sagen, dass alle Maßnahmen einfach schon mal, wenn man das Infektionsschutzgesetz betrachtet, dort ist ja klar definiert, was Krankheit ist, verfassungswidrig sind und gesetzeswidrig sind. Zweitens mal, Infektiosität, es sind nur Positive, die getestet werden und der PCR-Test kann überhaupt keinerlei Infektion feststellen. Natürlich kann man dann auch keine Krankheit ableiten, denn wo kein SARS-CoV-2, auch kein Covid-19. So, das ist ganz klar, dass ich, wenn diese drei Basiselemente nicht stimmen, dann hat niemand das Recht, irgendwelche Maßnahmen und Anordnungen zu erlassen. Ich bitte euch jetzt, also wir klagen die Gesundheitsämter in Emmendingen an, Kreis Emmendingen und Offenburg. Und es ist auch so, wir starten mal, der Stefan und ich, aber wir können auch jederzeit gegen andere Landratsämter und Gesundheitsämter vorgehen. Nur dann ist es so, dann müssen wir mit dem Anwalt einen neuen Vertrag eingehen, weil so eine Strafanzeige kostet ungefähr 1.000 Euro, oder ziemlich genau 1.000 Euro. Aber je mehr mitmachen, desto billiger wird sie. Also wenn da 10 mitmachen, das ist bloß ein 100er, und bei 20 nur ein 50er. Und ich finde, so viel sollte uns eigentlich unser Anliegen auch wert sein. Also, ich bitte euch, auf mich zuzugehen. Und der Stefan ist auch da. Wo ist er denn, Stefan? Hier vorne. Und der ist auch ansprechbar. Und ich bitte euch, an dieser Anzeige teilzunehmen. Dankeschön.